Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Ich habe gerade ein bisschen den Start verpasst. Ja, Freunde, wir spielen Eve. Wir versuchen mit Eve zu Beast zu kommen, weil uns ja auch noch Tainted Eve fehlt. So, also ich würde behaupten, das ist ein sehr geiler Start. Mit einem sehr geilen Start-Item. Aber jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht von den Gegnern getroffen werden, die mich one-shotten können. So, eigentlich hätte ich gern tatsächlich sogar noch ein Herz, damit wir mal auf in den Zacki-Zacki-Raum gehen können. Aber aktuell, Moment, Dreamcatcher wäre sehr nice. Okay, lass mich erstmal gucken, was wir noch so alles kriegen in dieser Ebene. Dreamcatcher wäre sehr nice, weil dann kann ich mich dazu entscheiden, den ein oder anderen Itemraum einfach mal Itemraum sein zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann könnten wir ein bisschen gezielter auf wir könnten ein bisschen gezielter auf Dingens gehen, auf Planetarium Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Aber aktuell sieht es leider nicht danach aus, dass ich den Dreamcatcher bekomme, weil ich eher hier sprengen sollte. Pass mal auf, ich guck jetzt mal Folgendes, ob wir hier den Secret Room haben. Vielleicht mit ein bisschen Geld drin. Haben wir leider nicht. Dann lass mich mal hier schauen, ob wir den Secret Room haben. Ja, sehr schön. Zwei Schlüssel. Nee. Okay, jetzt habe ich natürlich meine Bomben verballert. Das ist nicht so cool. Lass mich erstmal hier rein. Es ist der Duke of Flies. Der Duke of Flies ist relativ easy, ohne dass wir Damage bekommen. Aber vielleicht kriege ich hier noch irgendwas jetzt in dieser Ebene, was mir eventuell weiterhelfen könnte. So. Blue Cap. Okay, Blue Cap ist natürlich sehr cool. Okay, jetzt gehe ich erstmal in den Cursed Room. Leider gerade keine Bombe, sodass ich hier aber auch... Okay. Okay, ich nehme das Razorblade mit, weil wir immer noch zu viele rote Herzen haben. So. Okay. Wir gehen weiter. Ich habe gerade... Warte, ich will noch mal kurz wenigstens hier reinschauen. Was haben wir hier? Noch ein Schlüssel. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach durch den... ich gehe jetzt einfach durch die Altebene. Die Altebene ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben hier direkt den Itemraum. Minecrafter. Mom's Wig. Will you wear wigs? When will you wear wigs? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview zwischen Dominic McGanahan und hier dem Frodo-Darsteller Elijah Wood kennt von damals. Ich finde es sehr lustig. So, wir machen das clever. Wir werden jetzt hier nur einmal einsetzen, damit wir keine Horror of Babylon triggern. Ich würde trotzdem gerne einmal in den Shop reinschauen, um zu gucken, was wir da haben. Zum Beispiel eine Black Candle. Black Candle wäre schon sehr sexy. So, dafür braucht man natürlich aber auch erstmal Black Candle Geld. Aktuell sieht es nicht so danach aus, als würden wir genügend Geld bekommen. Aber wir sind auch noch recht am Anfang dieser Ebene. Von daher, alles cool. So. Okay. Nochmal zwei Bumpkins. Ja, lass mich vielleicht mal gucken, ob wir den Secret Room finden. Der könnte hier sein. Ist er aber nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Okay, ich muss mich verstärken. Hier in diesem Raum. Au, ich krieg schon wieder viel zu viel Damage. Okay. Wir werden jetzt auf jeden Fall in den Devil Deal reingehen und werden da auch auf jeden Fall was mitnehmen, sollte da
was Cooles drin sein. Ich hoffe es doch mal. Ich will auch mal gucken, ob wir hier vielleicht eine 5 haben. Nee, es ist eine 2. Rerolls all pickups in the room. Bringt mir also nichts. Wo könnte der Secret Room sein? Der könnte noch hier sein. Da ist er aber auch nicht. Dann... Hier links ist er auch nicht. Wo ist der Secret Room? Hier? Ah. Das ergibt natürlich Sinn. Ist natürlich jetzt unglaublich scheiße, dass ich alle, dass ich mal wieder alle Bomben dafür verballert habe. Weil ich jetzt natürlich auch nicht mehr meine Donation-Maschine in die Luft sprengen kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, Turtlet. Ich hasse diese Attacke von Turtlet, wenn er diese Dingens macht. Wie heißt's? Ja, komm. Gib mir mal die Stem Cells. Ja. Und ja. Trotzdem schade, dass ich jetzt die Black Candle nicht bekomme, ne? Trotzdem sehr schade, dass ich die Black Candle nicht bekomme. Habe ich hier noch irgendwas, was ich machen könnte? Leider nicht, ne? Schon das zweite Item, was ich nicht kriege, weil ich meine Bomben zu beschissen einsetze. Gut, Freunde. Dann gucken wir einfach, dass wir jetzt zu Beast kommen. Und zwar mit einem Messer und einem okayen Amount an, an Herzen. So, das Schöne am Messer ist, dass wir dabei Boss-Armor tatsächlich sehr ignorieren können. So. Stirb, 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 stirb. Sehr schön. Cool. Jetzt kriege ich natürlich keine Bomben mehr, ne? So. Da haben wir doch wieder welche. Diesmal hebe ich sie mehr auf für sowas. Um unsere Deal-Chance nicht zu erhöhen. Aber guck mal, wir haben hier auf jeden Fall mal ein Trinket und ein Buddy in a Box. Diesmal warten wir aber mal ab. Oh, der Super Magnet ist sogar ganz geil gerade. Lass mich trotzdem mal meine Deal-Chance schon mal etwas erhöhen. So, wir gehen jetzt erstmal zum Boss. Es ist Min Min. Haben wir. Marrow. Ich nehme es mal mit. Wird jetzt natürlich ein Damage Down sein in erster Linie. Bevor ich hier irgendwas mache. Gucken wir uns erstmal die... Aua. Mirror Dimension an. So. Lustige Geschichte. Ich werde jetzt hier trotzdem den... Oh, warte mal, wenn wir schon mal dabei sind. Ich werde jetzt hier trotzdem den Treasure Room erstmal Treasure Room sein lassen. So, was haben wir denn hier drin? Oh, Guppy 2 von 3. Guppy 2 von 3, Freunde. Haben wir hier vielleicht den Secret Room? Haben wir. Komm, wir gehen direkt schon mal Phantom Mode. Oh, was haben wir hier? Paralysis. Okay. High Priestess würde ich mitnehmen für einen Boss eventuell. Ja, wir lassen Itemraum hier tatsächlich einfach mal Itemraum sein. Oh shit. Oh shit. Okay. Und jetzt du noch. Sehr cool. Weiter. Nice, okay. Auf zum Boss.
Okay. Oh, da siehst du aber auch schon richtig den Unterschied zu, oh, bitte. Es ist ein HP up gewesen und ein Damage down. Oh Gott, scheiße. Du siehst aber richtig den Unterschied zwischen, hier, wie heißt's? Ich komme gerade nicht drauf, was ich sagen wollte. Zwischen Whore of Babylon und keiner Whore of Babylon. So. Lass mich mal Folgendes machen. Ich würde gerne erstmal das Trinket hier ablegen. Die Karte aber mitnehmen. Jetzt gehen wir in den Shop. Und gucken wir, ob wir noch Buddy eine Box bekommen. Zusätzlich zu Buddy in a Box wäre natürlich das blaue Herz noch cool, aber ich entscheide mich für die Bombe. So, als nächstes gehen wir nochmal ganz fix in die Mirror Dimension. So. Die haben wir hier. Und dann holen wir uns das Trinket hier. Kriegen dadurch nämlich auch noch ein bisschen Geld. Was ganz gut ist. Oh, ich würde dich gern sprengen. Schade. Du hast mir den Schlüssel geklaut, Fiesling. So, weil jetzt habe ich die Petrified Poop. Und kann mit der Petrified Poop auch noch ein bisschen was anfangen. Deswegen schaue ich mir auch diese Ebene hier nochmal an. So, jetzt bin ich natürlich in, im Ghost Mode gerade. Nicht unbedingt vorteilhaft. Naja, komm, wir gehen weiter. So. Und hier dran denken, dass wir uns dann das Item noch mitnehmen. Auf dem Rückweg. Catacombs 2. Und das ist jetzt das perfekte Beispiel dafür, warum es geil ist, hier als The Lost reinzugehen. Ich kann nämlich jetzt einfach hier rein. Kann diese beiden Kisten öffnen. Bin Guppy. Komm wieder raus, ohne dass es irgendeinen Nachteil für mich hat. Außer, dass ich dann halt noch einen Raum lang The Lost bin. So. Okay, und ab hier werden wir jetzt gucken, dass wir uns wieder auf ein Herz runter damagen. So. Okay. Aber dass wir jetzt natürlich so early on Guppy sind, finde ich mega gut. Haben wir hier vielleicht den Secret Room? Den haben wir hier. Okay, aua. Das war dämlich. Okay, was haben wir hier? Unidentified Pill, Lockdown, Kacke. Paralysis, The Devil, The High Priestess. Okay. Zack, what a horrible night to have a curse. Ja, und jetzt sieht unser Damage schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Aber wisst ihr so, mit dem ein oder anderen Charakter wäre es vollkommen okay gewesen, einen HP up und einen Damage down zu bekommen. Mit Eve so... schwierig. So, aber dadurch, dass wir einen Knife haben, würde ich auch hier, wenn wir jetzt kein, Chaos. Chaos, ja, aber auch wiederum nicht. Wir erhöhen lieber unsere Deal-Chance und nehmen noch eine Bombe mit. Ja, Chaos bin ich jetzt gerade nicht so der allergrößte Fan von. Vor allem, weil ich ja gezielt auf bestimmte, Item-Pools gehen möchte. Ja? Es tut mir übrigens leid, wenn sich meine Stimme gerade ein bisschen seltsam anhört. By the way, heißt Wormwood mittlerweile wieder Wormwood bei mir und nicht mehr Wurmwald. Und die Todesmusik ist jetzt auch wieder die normale aus Antibirth Plus. Hatte den Grund, weil ich das alles noch ein kleines bisschen abändern möchte.
So, hier haben wir den Boss. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht mir die Deal-Chance, die ich aktuell habe? Lass mich erstmal noch den, die Ebene zu Ende angucken. Ja, vielleicht ist ja hier noch eine, ihr wisst, was ich meine? Planetarium. Ein Planetarium wäre schon coolio. So. Okay, hier haben wir nichts. Aber was wir machen können, ist, ich kann ja tatsächlich in den Boss-Challenge-Room rein, indem ich nämlich einfach mal hier sprenge. Zack. Sehr cool. Toothpicks nimm mal mit. So. Das Knife wird schneller aufgeladen. Und das ist sehr cool. Wo will das Knife überhaupt hin? So. Das Herzchen lass mal liegen. Gut, dann lass mal den Itemraum auch erstmal Itemraum sein. Und haben dann in der nächsten Ebene eine noch höhere Chance auf ein Planetarium. Jetzt habe ich es diesmal auf Anhieb richtig gesagt. Gut, gut. Bombino, keiner mag dich, aber du bist auch relativ schnell down. Stein nehmen wir mit. Das hätte ich ehrlich gesagt gerne beides. Deswegen nehme ich erstmal Ceremonial Robes mit. Und dann lass die Blatt. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Aber erstmal schaue ich, ob hier der Super Secret Room ist. Ist er. So, und jetzt sind wir auch alle unsere blauen Herzen, unsere roten Herzen los. Was ich ja durchaus sehr wünschenswert finde. 48 Hour Energy, Lockdown, I'm Drowsy, Hematemesis und Speed Up. Speed Up ist cool. So, dann lass mal direkt weiter. Also ich sehe jetzt nicht das Problem mit Beast tatsächlich im aktuellen Fall. Oha, ein Ghost Baby. Das ist sehr selten. Conjoint, wir sind einfach jetzt Conjoint. Okay, das bedeutet aber auch, dass wir im Zweifelsfall tatsächlich nochmal ein Damage abbrauchen. Ihr müsst das nämlich auch so sehen. Die Items in den Itemräumen bleiben ja die Items aus den Itemräumen. Bedeutet, wenn ich jetzt gleich mich auf den Weg zu Beast mache und es nach oben geht, das machen wir für ein bisschen Luck-Up. Und das nach oben geht, kann ich ja diese Itemräume nochmal durchaus abklappern. Death. Und kann dann dementsprechend auch die Items aus den Itemräumen mitnehmen. Wir haben jetzt eine 41%ige Chance auf ein auf ein Planetarium. Mr. Boom? Warte mal, das sind keine Pedestals, ne? Nur Pickups und Trinkets. Es handelt sich dabei nur um Pickups und Trinkets. Aua. Okay, weiter. Bisschen aufpassen. So. Shop hätte ich trotzdem gerne. Wenn ich ehrlich bin. Badada, 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 da. Wisst ihr, Leute, ihr habt da so übrigens eine begründete Angst aktuell. Das ist ein Tiersack. Ich habe da so eine begründete Angst aktuell. Ich habe ja absolut noch. Also, ich weiß nur, wann es losgeht hier mit Südafrika. Und ich weiß. Also ich weiß eigentlich nur, wann es losgeht. Ich habe immer noch gar keine Infos darüber, von welchem Flughafen und ob überhaupt. Nicht, dass das jetzt hier am Ende noch abgesagt wird, weil ich hätte da schon, ich sag's euch ehrlich, mega Bock drauf. Klar, es ist für mich auch sowas Neues. Du bist dann mal einen anderthalben Monat weg. Ja? Aber
wenn wir ganz ehrlich sind, ist es, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, so eine One-in-a-Million-Chance, die du einfach wahrnehmen musst, wenn man mal ehrlich ist. So. Ich bin aktuell übrigens in dieser wundervollen Range-Up-Speeddown, in dieser wundervollen Situation, dass ich ein Knife habe und dementsprechend nicht unbedingt auf die Itemräume angewiesen bin. Und da haben wir doch schon ein Planetarium. Gut, dass wir einen Full Clear gemacht haben. Was haben wir drin? Boah, ich wollte schon sagen, lass es jetzt bitte einfach nicht Mars sein, ne? Aber Mercurius ist schon eins der geileren Items. So, und jetzt können wir hier reinschauen. Ein D10. Ja, okay. Na, das lohnt sich nicht so. Wobei, wartet mal. Ist hier irgendwo ein Schlüssel drin? Da. Da ist ein Schlüssel drin. Den möchten wir haben. Und hier das Geld und die eine Bombe. Das ist die Bombe, die wir gerade verballert haben. So. Okay. Haben wir hier vielleicht den Secret Room? Haben wir. Und haben wir hier vielleicht einen Magic Mushroom? Nö. Okay. Alles klar. Dich spreng ich mal nicht in die Luft, aber ich werde hier jetzt mal nach einem Super Secret Room gucken. Der ist sogar hier. Nö. Das ging schnell. Okay. Muss ich sowieso jetzt mal einsetzen, weil in der nächsten Ebene brauche ich definitiv unsere Fool-Karte. Ich habe momentan, ich bleibe dabei, unglaubliche Probleme, alles in Time zu schaffen für einen Boss-Rush, ne? Was jetzt nicht schlimm ist, weil ich bin nicht auf diesen Boss-Rush angewiesen. Definitiv nicht. Aber cool für ein Extra-Item wäre es halt allemal, wenn wir mal ehrlich sind. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, den Wafer. Einfach den Wafer. Frag nicht, was für Wafer, einfach den Wafer. Ach so, der. Ich habe gedacht, da wären gar keine Gegner, weil die Türen offen waren, aber das war Mercurius. Auch mal kurz ein bisschen umgucken. Wir brauchen ja noch unsere Fool-Karte. So. Hier haben wir sie nicht. Aber da. Hier haben wir die Fool-Karte. Das heißt, ich kann jetzt durchaus erstmal zum Boss. Komm, gib mir einfach mal kurz das Negativ. Ich bin Guppy, das heißt, ich brauche kein Guppy-Item mehr. Contract from Below bringt mir nichts mehr, nicht mehr so viel. Und Champion Conception finde ich jetzt doof. Dann werde ich mir meine Herzen natürlich erstmal aufheben. Bevor wir hier diese Tür triggern, gucken wir uns natürlich erst noch die Ebene zu Ende an. Ja. Oh. Hematemesis und Unidentified Pill. Retrovision, okay. Aber Mom's Ring nehmen wir mit. Vielleicht ist es ja eine Rune, eine coole, die wir kriegen. Dagas. Habe ich hier ein... Nee, ich habe hier keinen Curse. Okay. Ich brauche unbedingt noch einen Schlüssel. Ich brauche nur einen und dann kriege ich drei. Ich brauche nur einen Schlüssel und dann kriege ich hier ja schon drei Schlüssel. Das ist ja cool. So. Hört man eigentlich, dass ich, also hört man an meiner Stimme eventuell, dass ich immer noch ein bisschen erkältet bin? Ich glaube, man hört's. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, man hört's. So, lass mich mal hier sprengen. Und hier reingehen. Ah, vielleicht gibt er mir ja einen Schlüssel. Ah, wer weiß.
Ja, ein rotes Herz. Komm schon. Komm schon. Ja, danke. Bis ab sofort mein neuer bestester Freund. Das HP ab werde ich erst gar nicht mitnehmen. Nee, das HP ab werde ich erst gar nicht mitnehmen. So, dann suchen wir mal noch den Shop. Nein, bevor wir den Shop suchen, wir machen das natürlich clever. Ich werde jetzt erstmal diese Kiste hier aufmachen, weil hier sind 3 Schlüssel drin. So. Und die brauchen wir ja durchaus. Dann gucken wir mal, ob wir den Secret Room finden. Der ist nicht hier, der ist nicht auf der rechten Seite, aber der könnte hier sein. Ist er aber nicht. Dann haben wir vielleicht Glück, dass er hier ist. Dann kommen wir nämlich nochmal in den Boss Challenge Room. Was ja durchaus ganz cool ist. Die Wars Papers. Honestly? Weiß ich jetzt nicht, was ich von dem Boneheart halten soll. Mal schauen. So, da haben wir noch einen Schlüssel. Sehr cool. Oh nein, ich habe das Boneheart verloren. Ich habe einfach das Boneheart verloren. Das ist jetzt doof. Das ist ja jetzt richtig doof, dass wir einfach das Boneheart verloren haben. Wir haben hier leider nichts im Shop drin. Das macht aber nichts. Ich hätte mir jetzt hier natürlich auch ein kostenloses blaues Herz holen können. Lass mich mal dich noch in die Luft sprengen. Und lass mich einmal hier noch ein bisschen was rausholen. So, dann sprenge ich dich in die Luft. Und dann gehen wir hier raus, holen uns das blaue Herz. Und werden dann hier die Tür öffnen. Ja, es ist ein Damage Down. Logischerweise, weil wir jetzt das negativ abgelegt haben. Aber, ja. Ja, Leute, es ist der das ist die Folge für den 21.08.2024. Woher ich das so genau weiß, obwohl ich heftig am Vorproduzieren bin? Ich habe eine Liste. Ich weiß immer, bei welcher Folge ich bin. Und das ist bei so einer Vorproduktion auch unglaublich wichtig. So. Okay, schauen wir mal hier in den Itemraum. Schauen wir mal hier in den Itemraum. Na, die Teleskoplinse brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Common Cold. Auf jeden Fall. Also zwischendurch mal ein bisschen Dingens Damage, wie heißt's? Poison Damage ist ja ganz cool. Starter Deck, nein, danke. Ey, guck mal, der Steam Sale, der bringt mir doch jetzt hier was. Sackhead, ja, warum nicht? Oh, The Sun. Nein. Die Stopwatch hätte ich jetzt sofort mitgenommen. Ich habe nichts gesagt. Und ich nehme jetzt die Red Candle mit. Vorsichtig. So, ich nehme jetzt die Red Candle mit. Einfach, weil ich es kann. So, wir schauen auch mal hier in den Secret Room. Okay, da haben wir nichts weiter. Mehr ist auf dieser Ebene auch nicht. Erstmal einen Schlüssel gewastet. Den Schlüssel holen wir uns direkt. Nachdem diese Bombe hier in die Luft geflogen ist. Haben wir hier den Super Secret? Haben wir nicht. Will ich trotzdem noch einen Full Clear machen? Ja. Ich will trotzdem noch einen Full Clear machen. Nachteil, wenn die Türen permanent offen sind. So. Okay. Vorteil ist, ich könnte jetzt halt auch einfach durchrennen. Es kann ja sein, dass hier noch irgendein Special Room ist oder sowas. Den wir gerade nicht sehen.
Warum genau habe ich jetzt... Nein, 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 das weiße Herz wollen wir nicht haben. Warum genau habe ich jetzt die Kerze mitgenommen? Just for the lulz? Au. Da war ein Stachelstein. The Devil... Apple of Sodom. Nö. Ah, wobei... Apple of Sodom mit höchster Wahrscheinlichkeit wesentlich besser ist als die Petrified Poop. Also aktuell, mit dem aktuellen Zeug, was wir so haben. Okay. Ja, da haben wir noch einen Peitschenschwinger. Ein Peitschenschwinger. Der Peitschenschwinger schwingt die Peitsche. Sehr cool. Okay, wir haben die komplette Ebene uns angeguckt. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch in den Cursed Room gehen. Ist okay. Also ein rotes Herz dürfen wir ja mitnehmen. Ne? Ein rotes Herz dürfen wir ja mitnehmen. So. Okay. Hier war sonst nichts mehr. Vielleicht haben wir hier noch den Super Secret. Haben wir nicht. Vielleicht haben wir ja hier noch den Super Secret. Hier? Habe ich mich versprengt? Nö. Okay. Dann haben wir hier keinen Super Secret Room. Dann würde ich mal sagen... Sammeln wir mal Dead's Note auf. Und dann geht's zurück. Wir müssen nur vorher irgendwann mal die Daggers einsetzen. Definitiv. What a horrible night to have a curse. Oh. Ich könnte jetzt hier einfach durchrennen. Das machen wir jetzt für die Spinnen. Und hier war nichts, genau. Lockdown, nein, danke. Na, Daggers hebe ich mir mal auf, falls ich mal irgendwo getroffen werde. So, auf der Ebene dürften wir das Item vom Itemraum haben. In den Tiefen 1 bin ich mir nicht sicher. Aber nichts, was wir nicht rausfinden können. Nichts, was wir nicht rausfinden können. Ach ja, genau. Der D10, den haben wir nicht mehr mitgenommen. Den haben wir ja mit Absicht nicht mitgenommen. Oh, Small Rock? Schade. Gut, dann einfach weiter. Einfach weiter. So, Caves 2. Auch immer mal drauf achten, dass wir... Guillotine, nein, danke. Es gibt vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen guten Grund, sowas wie Guillotine mitzunehmen. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, wie zum Beispiel das Tears Up. Aber es verwirrt mich einfach viel mehr, als dass es mir hilft, die Guillotine. Oh, hätte ich mal meine Daggers kurz aufgehoben, ne? So, hier haben wir den Crack Key. Aber spätestens hier hätten wir ihn sowieso einsetzen müssen. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal in den Itemraum rein. Alter Schwede! Und das haben wir liegen gelassen. Imagine, Leute, das haben wir liegen gelassen. Das ist so unsere, Das ist jetzt unsere, Belohnung für diesen Run. So, hier müssen wir auch einmal reinschauen. Ne, hier haben wir tatsächlich das Item sogar mitgenommen. Nein, danke. Okay. Also, wenn wir das noch verscheißen, weiß ich auch nicht, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Wenn wir den Run noch verscheißen, weiß ich auch nicht. So. Au.
48-Hour-Energy. Ja, ich brauche ja schon den Cracked Key. So. Immer schön die roten Herzen einsammeln. Auch wenn sie uns lebenstechnisch nichts bringen. Bringen sie uns ja dennoch Spinnen. Und Spinnen sind ja immer gut. So. Weil Apple of Sodom. Okay. Das Boneheart lassen wir mal Boneheart sein. Aber da ich jetzt hier auf jeden Fall noch eine Möglichkeit habe, wieder volle Herzen zu haben, würde ich hier trotzdem gerne einmal den kompletten, die komplette Ebene abklappern. So. Und dann kommt so ein Gegner, in den ich mich reinbugge und ich dann einfach sterbe. Dann sterbe ich einfach. Ich sehe es kommen. Das wäre unglaublich kacke. Ah, lass mich hier trotzdem einmal reinschauen. Aber ich glaube, den hatten wir mitgenommen. Ja. Gut, dann haben wir die komplette Ebene. Und dann mal auf zu The Beast. So, Leute, Wetten werden jetzt angenommen. Schaffen wir es gegen The Beast? Ich lasse mich jetzt einfach mit Absicht sterben, um euch Lügen zu strafen. Oh, das ist sehr nice. Soul of Lilith, Brother Bobby. Badadam, badam. Da-da-da-dam. Da-da-dam. So. Hallo, Eve mit langen Haaren. Da haben wir Tainted Eve freigespielt. Finde ich mega. Und hier haben wir noch Mom's Pad. Ganz ehrlich, ich bleibe jetzt bei der Red Candle. Einfach, weil ich die Red Candle als wesentlich besseres Item als Mom's Pad ansehe. So, und das Schöne ist, wir haben einen Wafer. Das heißt, wir kriegen immer nur ein halbes Satz Schaden. Und ich kann hier schon mal. Wow. Wow, er hat nicht einmal angreifen können. Er hat nicht einmal angreifen können. Ja, Leute, der Run ist schnell eskaliert. Der Run ist schnell eskaliert und der wird auch noch schneller eskalieren. Die Sache ist nämlich, dass unser Damage tatsächlich exponentiell ist. Der steigt ja nicht linear gerade, der steigt exponentiell, weil es ja immer mehr Babys sind, die hier rumfliegen und die Gegner damagen. Und ich predikte jetzt einfach mal, dass wir aus diesem Fight rauskommen, ohne auch nur einmal Damage zu fressen. Also ohne dass wir den Mantel überhaupt verlieren. Ich predikte es einfach mal. Und wenn wir ihn verlieren, dann wirklich nur durch eigene Dummheit, dass ich irgendwie gleich in einen Obstacle rein, reingehe. Aber das ist somit das stärkste Bild, das ich seit langem hatte. Von der Synergy her. Ja, okay. Und die erste Phase direkt. Wir haben es direkt, also. Wow. Gut, damit haben wir Eve auch durch. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Ending für unsere Eve, die wir jetzt nicht mehr spielen in diesem Let's Play, weil wir schon alle Dingensmarks haben, ne? Aber das war Eve. Und Eve war ein Charakter, der mir bisher mit den meisten Spaß gebracht hat in diesem Let's Play bisher. Also hätte ich nicht gedacht, weil Eve nicht unbedingt der Charakter ist, mit dem ich den meisten Spaß habe. Gut, Freunde, wenn ich das Video. Also, wir haben jetzt Lazarus durch, wir haben Eve durch und ich glaube, wir haben The Lost durch, ne? Das dürfte es gewesen sein. Ja, Forgotten haben wir auch noch durch. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da und ich würde gerne mal von euch wissen, wer jetzt bis zum Ende hier noch zugeschaut hat. Wer ist denn euer Lieblingscharakter und warum? Auch von den Tainted Charaktern. Und wer ist euer Hass-Charakter und warum ist es Tainted Cain? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Dieser Hass gegen Tainted Cain. Es ist wunderschön, oder?